Hallo, mein Name ist Chris Strubbel. Ich zeige euch heute, wie wir über einen Button einen Text in Bubble in die Zwischenablage kopieren können. Das heißt, nicht nur die URL hier auf dem Button, sondern auch zum Beispiel ein Text, No Code Germany. Kopiere ich das, mache das Ganze leer und füge es nochmal ein, habe genau hier diesen Input. Legen wir direkt mal los. Als erstes gehen wir in Plugins und nehmen das Plugin Air Copy to Clipboard. Das ist kostenlos und von Zero Code. Installiert das und dann gehen wir ins Design Tab. Im ersten Schritt machen wir jetzt URL kopieren. Das heißt, wir fügen ein Textelement hinzu und machen Insert Dynamic Data, this URL. Dann bekommen wir quasi, wenn wir auf Preview gehen, diese URL, die jetzt gerade im Browser ist. Daneben fügen wir einen Button hinzu. In diesen URL kopieren, das ist nämlich unser erster Workflow, und darunter, um das Ganze eben zu kontrollieren, ob es auch funktioniert, ein Inputfeld, in dem wir eben anzeigen, was wir eigentlich kopieren. Wir gehen jetzt in den Workflow, Start Edit Workflow, Plugins, Copy to Clipboard und Text to Copy, nehmen wir Insert Dynamic Data, this URL. Anschließend nehmen wir nochmal einen Button, diesen nennen wir nun Input kopieren, Start Edit Workflow und Plugins, Copy to Clipboard. Und jetzt Insert Dynamic Data und wir nehmen das Input A Value. Wir gehen jetzt einmal auf Preview und schauen uns das Ganze an. Wenn wir hier auf URL kopieren klicken und das einfügen, sehen wir, dass wir genau die gleiche URL haben. Wenn wir den Input jedoch kopieren, das heißt, wir nennen das Ganze No Code Germany, kopieren wir das, machen es leer, fügen es nochmal ein, haben wir No Code Germany. Und eine Sache, die noch zu beachten ist, wenn es leer ist, das heißt, das Feld ist leer, Input kopieren, dann quasi kriegen wir Null, also kein Wert. Wenn ihr nun aber sagt, wir wollen nicht einen Button, sondern ein Icon, dann könnt ihr quasi auf Icons gehen und hier Clipboard. Und habe dann die Möglichkeit, auch hier den Workflow zu steuern. Das heißt, auch hier gibt es die Möglichkeit, die Zwischenablage über einen Button zu generieren. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt gerne auf den Like-Button, subscribt oder schreibt uns Kommentare mit weiteren Fragen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald.